Hallihallo Leute, hier ist der Gutgo und willkommen zurück zu Let's Play Vibbit Boy Mix 3. Ich habe herausgefunden, wie man das Geisterlevel doch noch schafft. Also ein Exit zumindest. Ich bin immer noch der Meinung, dass er zwei Exits hat, aber ich bin mir nicht sicher. So, einfach wieder. Wir müssen einfach wieder dort in den Raum ganz am Schluss. Deshalb bewegen wir uns schnell. Oh, Moment, den Pilz möchte ich haben. Also auf geht's. Da war nur eine Münze, okay. So, ja, mal wieder stehen wir total unter Zeitdruck in diesem schönen Level. Kennen wir ja noch vom letzten Mal. Moment, so klappt das überhaupt nicht. So, nochmal. Hier, dann am besten kurz zurück. Na, oh. Fängt ja wieder gut an. So, schnell. Jetzt komm schon, Mario, du sollst doch nicht... So, schnell zurück. Okay, klappt doch. So, den silbernen P-Switch holen. Oh, Leute. Den silbernen P-Switch holen. So. Damit wir kurz... das war... Oh, gut, ich habe hier selbst... Oh, das war knapp. So, durch. Komm. Nochmal. Mario, ganz normal land... Da. Ja, genauso möchte ich das... Ich kann nicht auf den Buhring hier warten. Der kostet mir viel zu viel Zeit. Oh. Ich hasse dich, Mario. Nur damit du es weißt. So und so und... Dann warte ich eben doch. Verdammt, hätte doch gereicht. So, nochmal Zeit holen. Sehr schön. Was soll denn das jetzt? So, hier durch. Sehr gut. Zeit holen. Durch. Zeit holen. Ach, flick dich doch. Ich mag das überhaupt nicht, wenn es so übertrieben wird in einem normalen Stink. Ich bin total falsch, das finde ich ja noch schöner. Ach so, nein, ich bin richtig. Tut mir leid, dass ich mich gerade die ganze Zeit aufrege, aber das Level ist einfach nicht schön. Im Vergleich zu dem Rest des Spiels, überhaupt nicht. Okay, nochmal. Zeit holen. So, kurz warten. So, sehr gut. So, Spin-Jumpen. Moment, das kann klappen. Und du darfst dich nicht umdrehen, du dummes, großes Vieh. Ich gehe klein weiter. Ist ja nicht so schlimm. Ja, außer das kommt natürlich. Komm mal runter. Oder hoch, wie du möchtest. Das ist deine Entscheidung. So. Hab mir nochmal Zeit geholt, das ist sehr gut. So, hier nochmal. Och, und nochmal. Und noch einmal. Und nun kann ich weiter. Ich mag keine Buhringe. Die brauchen mir zu lange. Aber es klappt doch. So, dann hier weiter. Und hier durch. Und nun zeige ich euch, wie man hier weiterkommt. Und zwar ganz einfach. Wir warten einen Moment. Denn es gibt tatsächlich hier einen Big Buu. Ich hätte letztes Mal nur mal einen Moment warten sollen. Oh, ist das... So, Treffer Nummer 1. Ja, endlich ausgewichen. Was trifft mich denn da? Was? Oh, ich habe die Zeit vergessen. Oh, gut. Nein! Oh, super. Moment, das ist doch machbar. Tut mir leid für die Stille. Oh, geht doch. So. Treffer Nummer 2. Hier muss man nämlich sich immer noch immer wieder die 50 Sekunden holen. Das hatte ich total vergessen. Und... in den Tod springen. Und... Treffer Nummer 3. Ja, genau. Jetzt. Ach, sag mal. Er ist doch besiegt. Warum? Ja, also. Und damit hätten wir dieses Level geschafft. Erhalten dadurch diesen Stern, der uns lediglich... zum Anfang des Spiels zurückbringt. Oder beinahe zum Anfang des Spiels. Okay. Den, falls es wirklich einen anderen Exit gibt, suche ich ihn offscreen. Wir machen einfach mal weiter. Und begeben uns in dieses rote Level hinein. Yeah, lustige Musik. Das gefällt mir. Okay. Nein. Fängt gleich mal gut an. Muss man sagen. So. Was soll denn? Okay, ganz langsam.
Ich sagte ganz langsam. So, geht doch. Okay. Boah, und wie geben wir uns... Wir ignorieren, dass Yoshi weg ist, denn Yoshi nervt gerade nur in diesem Level. Wir begeben uns einfach ganz in Ruhe weiter. Yay. Warum macht er kein... Irgendwie stimmt was nicht mit dem Level, weil das ist der Spin-Jump, den ich hier gerade benutze. Okay, aber das ist ja noch nicht so schlimm. Also, rennen wir einfach nur weiter. Oh, wo, wo? Sehr gut. Ich könnte mir vorstellen... Ach, Moment, ich erkläre es euch gleich, was ich meine. Dass man in diesem Level wieder keine Münzen sammeln muss, um den Secret Exit zu finden. Denn das ist merkwürdig, dass die Münzen einfach so merkwürdig platziert worden sind. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Okay, nochmal. Wow. Ja gut, jetzt habe ich eh schon Münzen gesammelt. Jetzt werde ich erstmal normal durch das Level rennen. Sehr gut. Oben entlang. Wo? Wo ich jederzeit zerquetscht werden könnte. Wow, das war knapp. Sehr gut. Und schnell durch. Verdammt. Verdammt. Okay, einen Moment warten. Ich sagte, einen Moment warten. So. So. Und. Okay, noch einmal. Durch. Und hier erstmal safe staten, wegen diesem blöden Koopaling. So. Ich hätte bestimmt keine Münzen sammeln sollen. Da bin ich mir sicher. Deshalb machen wir das Level gleich nochmal. Okay, damit gelange ich zu einer kleinen Burg. Return of. Return of? Okay. Return of irgendwas. Warum macht er halb Englisch, halb Japanisch? Er hätte doch gleich nur Englisch machen können. Das wäre viel... alle viel lieber gewesen. Wenn er schon Englisch kann. Moment, jetzt muss ich darauf achten. Keine Münze zu sammeln. Ich wette, dass es so ist. Das kam ja schon mal vor in einem Level. Da wurde es nochmal gesagt. Aber hier steht es wahrscheinlich irgendwo nur auf Japanisch. Wow, das war knapp. Okay. Und durch. Sehr gut. Klappt alles bis jetzt. Oh, okay, da muss ich nochmal einen Moment warten. So, und durch. Okay, so klappt das nicht. Ich muss mich da be... Nein, ich möchte keine Münze, sagte ich. Verdammt, nochmal. Ja, yeah, sehr gut. Die Münze übersprungen. Hier durch. Dich auch noch besiegen. Sehr gut. Und sehr gut. Bis hierhin klappt alles einwandfrei bis jetzt. Jetzt muss ich nur darauf achten. Ein bisschen geduldiger sein und die Gegner immer dort besiegen, wo nicht die Münzen sind. Sehr gut. Klappt doch. Hier wird es jetzt mies, hier muss ich dann wahrscheinlich so, soll ich, wie mache ich das jetzt? Obwohl, ich benutze einfach die, genau, hat doch geklappt. So, dann einfach weiter. Oh, verdammt, nochmal. Moment, einfach weiter, sagte ich. Ja, aber nicht so. Sonst sterbe ich und erhalte noch Münzen. Also beides, zwei Sachen, die ich gleich mal nicht will. Okay, oh, okay, das war mies. Jawohl, aber geklappt. So, jetzt muss ich wieder aufpassen, denn hier kommen wieder einiges an Münzen. Ein bisschen weiter runter. Okay. Sehr gut bis jetzt. Gut, da hinten gab es einen Pilz, habe ich vorhin... ich gehe doch wieder oben entlang. Ich sagte, ich gehe doch wieder oben entlang. Sehr gut. Oh, okay. Ein wenig immer schrittweise nach vorne bewegen. Sehr gut. Oh. Zerquetsch mich halt. Macht ja so einen Spaß, nicht wahr, Spiel? Okay. Sehr gut. Klappt bis hierhin. Ich sagte, klappt bis hierhin. So. Und durch. Und somit erhalte ich den Schlüssel und ich hatte recht und ich liebe mich selber. Okay. Entschuldigung, das musste sein. Somit gelangen wir zu diesem Level. Und das ist ein Bonus? Ein Bonus, wie ich mir gedacht habe. Yay. Gut, hier halte ich Federn. Yay! Und meinen Yoshi! Yoshi! Komm mit! Sehr gut. Wir haben noch ein wenig an Zeit übrig. Das ist gut. Dann machen wir noch diese kleine Burg. Return auf irgendwas. Schauen wir nach. Du brauchst mich gar nicht nerven hier erstmal. Schauen wir uns an. Hier gibt es sogar auch ein Secret Exit, sehe ich gerade. Okay. Nur noch herausfinden, wie ich dahin gelange. Oh, ich habe zum Glück eine Feder, dann brauche ich mir den größten Stress gar nicht geben, erstmal. Aha. Kannst du, Kame, kannst du diese Blöcke vernichten?
wenn du mal nach oben kommst? Ja, die Blöcke kannst du vernichten, das weiß ich. Okay, bald hast du es geschafft. Nein! Okay, zum Glück habe ich dort oben nicht gesafe-stated, sonst hätte ich mich jetzt sterben lassen müssen. Sehr gut. Okay, damit... Kamek, ich hasse dich. Oh, Moment. Ich sagte Moment. Sehr gut, verschwinde. Dankeschön. Oh, es geht doch. Okay, da hinten ist da eine Sprungfeder. Egal, wir ignorieren sie erstmal. Ich sagte, wir ignorieren sie erstmal. Oh, so, jetzt bist du weg. Blöder Kamek. Moment. Okay, ich gehe lange so. Oh Gott, ist das. Ich sagte ja, ich will ignorieren erstmal die Sprungfeder. Du bist doch ein. Okay. Schleudern den schönen Panzer hier hinunter. Jawohl. Und dort erscheint dann eine Pflanze. Sehr schön. Okay, dann schnell nach unten. Und. Schade, ich dachte, ich schaff's ihn zu besiegen. Aber wir überspringen ihn einfach nur. So, und jetzt? Hallo? Ich möchte hier durch. Ich verstehe nicht, was hier verlangt wird. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Vielleicht brauche ich einen Peace-Switch, aber... Wo gibt es ihn denn? Hier oben nicht auf jeden Fall. Hm. Zurück komme ich auch nicht mehr. Kamek! Wo bist du? So, und auch nicht, wenn ich Kamek besiege, verschwindet es. Hallo? Wie schaff ich das hier denn nur? Die Blöcke still. Okay, ich komme definitiv so nicht weiter. Also erstmal wieder nach oben. Oh nee. Sag bloß, ich habe mich eingesperrt. Okay, nochmal. Anlauf nehmen. Und nach oben. So, sehr gut. Moment. Und. Und. Ich sagte und. Yay. Okay, das klappt wunderbar bis jetzt. Gibt es vielleicht was? Moment, ich habe eine Idee. Wir zerstören jetzt die ganzen blauen Blöcke. Ganzen blauen Blöcke. Okay. Kamek auch, weil Kamek ein... Okay. Und schau... Ach, doch nicht so, Mario. Und schau nach, ob es hier was gibt. Nein. Ich verstehe diese Burg nicht. Vor allem Return of was denn? Kamek, ich liebe dich. Okay, wir rennen einfach vorbei. Wie bekomme ich das denn bitte weg? Ich verstehe es nicht. Oh, Kamek mal wieder besiegt. Muss ich etwa klein sein? Darf ich etwa keine Feder haben? Ist das ein Federzeichen? Komm, Kamek, wo bist du? Du darfst mir die Feder klauen, bitte. Dankeschön, schauen wir nach. Ob es tatsächlich das war? Und? Kamek! Oh, jetzt habe ich ihn besiegt. Jetzt darf ich auch noch kurz warten. Komm. Ja! Oh, das war alles. Okay. Haha, hier kann ich sie wiederholen. Ausgetrickst. Okay, Boss. Schnell, ich muss dich... Warum bin ich jetzt unsichtbar? Entweder ist das ein Fehler oder mit Absicht. Was beides unfair wäre. So, ein Treffer. Komm schon, die Zeit wird knapp. So. Komm. Zwei Treffer. Und? Mir egal, ob ich klein... Hallo? Achso, ich habe noch ein... Ne, jetzt habe ich einen Panzer dran. Keine Ahnung, was das gerade... Oh Gott. Und geschafft. Hui. Big Boo wäre damit besiegt. Yay. Aber ich sehe gerade, dieses schöne Level hat noch ein Secret Exit. Achso, ja, den hatten wir gesehen. Komm, den holen wir noch. Hallo? Achso, muss ich L und R gleichzeitig drücken. Das müsst ihr euch immer merken bei der Burg. L und R gleichzeitig drücken, wenn man es hier schon mal gemacht hat, um überhaupt wieder hineinzugelangen. So, Kamek erstmal ausgeschalten.
damit er uns nicht großartig stören kann. Also Secret Exit ist aber ziemlich, ziemlich einfach. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich brauche zwei Federn. Probieren wir es nochmal kurz. Kriege ich irgendwie am Anfang vielleicht eine Feder? Kamek, was soll denn das? So, lass dich einfach besiegen. So. Ja, ja, ich weiß. Irgendwas Japanisches, wie immer. Oh, der ist selber zu einem Block geworden. Okay, ich erhalte keine Feder. Erst da hinten wieder. Wie mache ich das jetzt? Ach, da ist ja extra eine Sprungfeder, aber... Boah, ist die umständlich zu holen. Okay, dann weiß ich wenigstens, wie man die Secret Exit holt. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Also, mein Name ist Gutke, das war's für heute mit Let's Play Vivint Vormix 3. Bis zum nächsten Mal und bye bye!